Wow. Yeah. Wow. Ich bin schon wieder früh aus dem Bett gejagt worden, um dann mit einkaufen gehen zu dürfen. Der Frühstück am Berg. Großeinkauf. Forscht. Dafür fahre ich von München nach Westendorf. Ja. Weil bei uns gibt es ja keine Supermärkte. Ja, du gehst als Supermarkt-Chef. Ja. Naja. Er hat sich extra eine pinke Tasche geholt, weil ist ja Weihnachten. Wie mein Götterspiel. Oh nein, es geht weiter. Ja. Wir haben es tatsächlich an die Gondel geschafft. Die größte Action haben wir natürlich wieder nicht auf Video, weil wir beide ohne Geld am Hofer standen. Wir haben die erste Hürde überstanden, nämlich eine eigene Gondel zu kriegen. Wer denkt, Radfahren wäre anstrengend und schwierig, der war noch nie Skifahren in Kitzbühel zu Weihnachten. Ja. Weil das hier ist Purismus. Alleine zum Bus aussteigen, was man ist bei der Walking Dead. Das ist brutal. Geruchstechnisch sowieso. Aber jetzt gibt's erstmal. Boah! Hä? Und das habe ich schon überstanden. Schleichweg. Der Audi fährt vom Weg. Wir werden nicht gesponsert. Also zumindest ein Auto heute. Jetzt rennt ein Ami, ich fahr auf. Das ist die Methode, wo man schauen kann, ob es passt auf dem Gelände. Jetzt sind wir hier unterwegs und es hat echt wenig Schnee. Also ich zeige euch. Kamera. Da, ja, oder? Du siehst dich da. Ah, ja. Ich zeige euch nachher mal noch, wie der Talsen ausschaut, die rote. Da ist echt gar kein Schnee. Aber so war es noch ganz lustig eigentlich. Ja, sondern du, weil nicht viel Leute sind, ist genau, muss man sagen. Also zu Weihnachten, wenn die Leute dann kommen, ist wahrscheinlich nichts mehr. Naja, wir hoffen, ihr habt trotzdem ein bisschen einen Eindruck gekriegt von unserem Skitag. Und ja, wer stressfreie Weihnachten haben will, der ist auf dem Radl im Moment besser aufgehoben. Klar, deswegen von mir weg. Ja, nach Hause. Ihre Tanz wieder putzen, genau, ja. Ja. Ja.
Was wollte ich sagen? Ach ja, abseits geht noch gar nichts. Also vergesst es, die paar Powderschwinge, du kannst... Teilweise geht was ein bisschen, aber ja, es ist halt einfach... aber gebrochen. Minimal wenig. Also. Wenn jetzt der Regen krimpt, ist jetzt wieder vorbei. So sieht die Auffahrt vom Talsen aus. Und man darf ja nicht vergessen, dass hier normalerweise die Piste läuft, direkt unter dem Lift. Die blaue haben sie schon gut beschneit, die kann man auf jeden Fall fahren. Aber alles, ja, Pisten, was geschnitten sind, gehen eh gut. Genau, ja, aber alles andere sieht so aus. So sieht die Brunnen aus. Die Piste geht, ist ja schließlich beschneit, aber der Rest absolut unnütz. Nichts mit Powdern.